Ja, ich soll zu Joja einen Ring oder Joia einen Ring in den freundlichen Namen zurückbringen. Es ist ein Flammentanzring und wurde von ein paar Hobgoblins gestohlen. Ja. Beinahe unter meiner Würde. Wir gucken uns Hallo, ihr aber da! erst einmal hier innerhalb um, ignorieren die Bürgerlichen, die wollen uns eh nichts Nettes verzählen. Hier ist das Lagerhaus, glaube ich. Nein, hier wohnt jemand. Gut. Hey, Kollege! Hallo. Ich war mal ein Bandit. Da gibt es mehr Geld, als in den Minen von Naschke zu verdienen. So viel steht fest. Ist bestimmt auch ungefährlicher, so wie sich das anhört. Ja, ihr wart ein Räuber. Ja, war ich, und das gebe ich auch bedenkenlos zu. Aber die Räuber, die sich jetzt hier herumtreiben, sind anderes Kaliber. Das kann ich euch sagen. Die haben sowas Gemeines an sich und wollen hier die ganze Gegend einnehmen. Die meisten meiner alten Kumpel sind verschwunden und das gefällt mir gar nicht. Deswegen verstecke ich mich auch hier. Ich habe Bentley und Gelana schon ein paar Mal einen Gefallen getan. Also sind sie jetzt dran und kümmern sich um mich. Ja, Bentley und Gelana sind die beiden Besitzer des freundlichen Arms, Bentley der Wirt und Gelana die Priesterin. Gut. Heda! Die hätte mir übrigens auch helfen können, eine Priesterweihe zu machen. Aber nö. Hier ist eine kleine Kuhwiese, also ist der freundliche Arm schon mal mit Milch eingedeckt. Ja, wozu auch immer Milch. Das Haus können wir leider nicht betreten. Wir können uns nur noch hinter dem Tempel umsehen und dann war es das innerhalb der Mauern. Den Rest sehen wir nur von außerhalb. Wenn wir nachher den Flammentanzring besorgen. Hier stehen noch mehr Kühe. Also ja, an Fleisch wird es denen hier schon mal nicht mangeln. So, hier würde es in den Tempel reingehen. Da wollen wir allerdings nicht rein. Hier stehen nur leere Fässer rum, beziehungsweise Fässer, in denen nichts Interessantes drin ist. Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr. Und hier ist ein heruntergekommener kleiner Garten. Also auch nichts von Das wird nicht Interesse. leichter als das. Dann heißt es jetzt wohl ab in den freundlichen Arm, der übrigens noch eine Zugbrücke hier innen hat. Also ja, das Ding war sicherlich auch sehr gut zu verteidigen. Schade, dass man es nicht ganz aufdecken kann. So, einmal eintreten bitte. Nichts leichter als das. Was? Ich bin nichts ganz leichter so als das. Und dann schicken wir Talisa mal los. Ich. Sachen nichts leichter abgeben. Als das. So, einmal hätten wir hier den Riemen für den Zwerg. Du bist besser in der Stabilität, als diese Steinmauern vorzeigen. Danke, dass ihr mir das zurückgebracht habt. Ein unheimlicher Kerl, die Soga, findet ihr nicht? Ja, jetzt ist er tot. Ihr habt hier 95 Goldmünzen und ein neues Geschichtsbuch. Und mal gerade 800 Erfahrungspunkte. Ein toter Ogre ist 95 Goldmünzen wert. Anshe behauptet zwar Schriftsteller zu sein, aber feststeht, dass es kein Vergnügen ist, mit ihm über Mathematik zu streiten. Ja, er hat mir ein Buch gegeben, die Geschichte von Tetir. Die brauchen wir nicht unbedingt lesen. Die können wir eher verkaufen. Aber sind schon mal 800 Erfahrungspunkte. Heißt, wir sind auf dem besten Wege. Nichts leichter als das. So, für dich haben wir Ein auch was. Dicker Hammer wird die Banditen schon erledigen. Ah, ich bin froh, dass ich wieder nach Hause kann. Bentley ist ein netter Mann, aber man soll Hilfsbereitschaft nie zu sehr ausnutzen. Hier sind die 520 Goldmünzen für eure Mühe.
Ich nehme euch die alten Stiefel eben ab. Und du bist besser in mein Wein. Als diese hier habt ihr eure 75 vorzeigen. Goldmünzen und danke, dass ihr die Spinnen vernichtet habt. Nochmal Geld. 120 Münzen in harter Goldwährung für ein paar alte Stiefel. Das war in jedem Fall ein gutes Geschäft, trotz der Kreaturen, die sie bewacht haben. 75 Goldmünzen für Landrins Wein. Das muss ein guter Jahrgang gewesen sein oder ein teuflisches Eigengebräu. Jo, Platz. Platz und Erfahrung. Sehr gut. Nichts leichter als das. Jetzt gucken wir mal, was wir hier im Wirtshaus alles absitzen können an ja, Zeug, gut. Was wir mit uns rumschleppen. Was wollt ihr? Gut. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Ja, zeigt mir, was ihr zum Verkaufen habt. Also erstmal wollen wir verkaufen. Räuberskalpe natürlich nicht, die bringen in Berikosten mehr. Aber solche Sachen hier. Genau, den Riemen. Es gibt einige Leute, die eine etwas makabere Theorie über den Riemen haben. Und zwar in Teil 2, ganz am Anfang, trägt Immo in einem Gürtel, von dem selbst die Beschreibung nicht weiß, woher sie den hat. Und einige mutmaßen, das ist dieser Riemen hier. Aber soweit ich weiß, stimmt es nicht. Es haben nämlich einige schon bestätigt, dass der Riemen einen anderen Zweck hat. Und zwar dafür zu sorgen, jetzt mal ohne grob fahrlässig zu spoilern, dass Imoen im Prolog sterben kann. Das könnte nämlich passieren. Und wäre ein Gamebreaker. Deswegen verhindert der Riemen halt, dass Imoen im Prolog stirbt. So. Also nicht dieser Riemen, sondern der Riemen, der Gürtel, den Imoen im zweiten Teil dann trägt. So, der Feueropalring ist einiges an Geld wert. Engelshautring, Spiegelbild, Abwehrarmbänder, die sind einiges wert, auch wenn sie nicht großartig toll sind. Ah ja, Flegel, da muss ich mal nachher gleich kurz gucken. Was besser ist, der Morgenstern oder der Flegel, den wir tragen. So, du hast nichts, was es sich zu verkaufen lohnt. Du hast nur den Onyxring. Und du ein Langschwert. So. Also erst einmal kann Khalid das hier macht 1W8 plus 1. Das hier müsste 1W8 plus 2 machen, genau. Also kann Khalid die beiden Schwerter mal bei Minsk abgeben. Die braucht er nämlich nicht mehr. Er wird nämlich jetzt nur noch mit diesem Langschwert kämpfen. So, du machst 1W6 plus 2. Du machst 2W4 plus 1. Damit bist du definitiv besser. Du machst nämlich 2 bis 8, 3 bis 9 und du machst nur 3 bis 8. ETW von 17 und du müsstest auch ETW von 17, genau. Na, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Naja, dafür haben wir hier ein paar magische Sachen für dich. Und damit geht für uns. Also einmal königlich ausruhen. Was? Nichts leichter als das. Ja? Und ein bisschen heilen. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Was wollt ihr? Und zwar mit normalen Heilzaubern. So, jetzt wird noch Khalid. Ich hätte mich eigentlich vorher heilen sollen. Nichts leichter als das. Wir sind geheilt und frisch. Das ist ja eine spitze Waffe, oder? Ja.
Du bist eine stumpfe Waffe. Mhm. Machst 4 bis 7, 4 bis 5 bis 8. Naja, mal sehen, ob wir die behalten oder ob wir... Gut. Oder ob wir vielleicht noch eine bessere finden bei einem Waffenhändler in Baldur's Tor. Wenn wir da sowas finden. Der Hammer ist zwar ganz okay, aber ich könnte mir auch was Besseres zum Zuschlag dann vorstellen, wenn wir wieder auf stumpfe Waffen umwechseln. So, wir wollen jetzt aber erst einmal den freundlichen Arm von außen abgrasen. Wir haben nämlich einer Frau hier versprochen, für sie ein paar Hobgoblins zu vermöbeln. Leichtes Training für Talisa, die Priesterin, die Klerikerin. Ja, sie hat eigentlich, wenn man es so sieht, die 84 hatte sie vorher schon. Hat sie eigentlich nur von ihrer Stärke jetzt was eingebüßt. Oh, da traut sich ja beinahe weit raus. Läuft vor uns weg, will er uns in eine Falle locken. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Hey, da, Neulinge. Euch wird es hier im freundlichen Arm gut ging, sagen ihr Bentley und Galane nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Nur so ein kleiner Tipp. Wer sind Bentley und Galane? Galane und Bentley sind Mann und Frau. Sie führen den freundlichen Arm schon so lange, man denken kann. Bentley kümmert sich immer um Bar und Wirtshaus und seine Frau Galane ist die Hohepriesterin im Tempel von Garl Glitzergold. Sie sind beide wirklich in Ordnung. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Bentley sagt hier immer, in seiner Schenke ist jeder willkommen, der sich anständig benimmt. Und wir benehmen uns ja eigentlich anständig. So, wir können mal kurz nach da gucken. Aber dort sehen wir wieder nur nichts den dichten Wald. Von dem Imoen meint, das ist der Mantelwald. So, hier können wir einfach lang gehen und die Außenmauer mal aufdecken. Dass man auch endlich mal den Grundriss vom freundlichen Arm sieht. Bis jetzt haben wir ja immer nur das Innengebiet gesehen. Hey Kumpel. Für die Gerechtigkeit. Dies ist Magie. Ja, nichts leichter als das. Khalid ist jetzt ein bisschen mächtig. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Was war ich beinahe unter meiner Würde? Weil Talisa kann halt wirklich nichts mit ihrem Knüppel. Also mit ihrem ETW von 17 ist sie nicht wirklich sonderlich stark. Aber ich denke mal, die nötigen Erfahrungspunkte kriegen wir zusammen, bevor wir uns dem Endboss stellen. So, der Nordrand der Karte. Ja, das Gebiet um den freundlichen Arm ist zum Glück nicht so groß. Dort sehen wir Farmen, die nicht so weit weg sind, in Richtung Baldur's Tor. Da wird es dann auch wieder einiges für uns zu erledigen geben. Wir könnten jetzt theoretisch wieder an die Küste gehen und so lange in der Fleischgolem-Höhle rasten, bis wir 2 Level-Ups haben. Was ja eigentlich schnell gehen müsste. 3 Fleischgolems sind 1000 Erfahrungspunkte. Also müssten wir nur 12 Fleischgolems töten. Ne, halt nur 9. Müssten wir 9 Fleischgolems töten und schon wäre Talisa Level
Ja, Level 3. Kleriker. Da hätten wir schon mal 3 von 7 Leveln. Weil bis jetzt geht es ja nur ein bisschen träge voran. Und da ist der Flammentanzring.